Hallo und herzlich willkommen bei unserem Video-Podcast-Special zum Thema virtuelle Realität VR in der Ausbildungspraxis. Ich bin Wolfgang König, Experte für digitale berufliche Bildung bei der regionalen Koordinierungsstelle des Netzwerkes Q4.0 in MV Schwerin. VR-Entwickler Thomas Hoger referiert gleich zu den Einsatzbereichen und Kosten von VR in der Ausbildungspraxis. Ich wünsche Ihnen auch im Namen des gesamten Teams der regionalen Koordinierungsstelle des Netzwerkes Q4.0 in MV Schwerin viel Freude. Im kommenden Video-Podcast-Special zeige ich Ihnen dann, wie VR-Lernen in der Ausbildung am Beispiel der von uns entwickelten Q4.0 VR-App funktioniert. Falls Sie dann noch tiefer in das Thema VR einsteigen möchten, finden Sie unter diesem Video auch weitere Informationen zu unserem Q4.0 Training VR-Trainer 4.0 sicherheitsrelevante Inhalte gefahrlos trainieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Wie kann man das Ganze einführen und durchführen? Jetzt wissen wir, was es ist. Wir wissen, dass es was bringt und dass es auch erschwinglich ist. Aber es wird ja auch nicht einfach hergezaubert im Unternehmen. Zum einen hatten wir vorhin schon mal angesprochen, es gibt mittlerweile Tools, mit denen kann man sowas erstellen. Dann geht es natürlich auch um die operative Durchführung und Themen wie Sicherheit und Gesundheit. Und letztlich möchte ich Ihnen noch einen beispielhaften Prozess zeigen, wie man das Ganze auf die Straße bringt. Also wie entstehen solche Trainings? Ich habe die zwei Möglichkeiten. Das eine heißt Low-Code oder auch wirklich Programmieren. Low-Code heißt quasi wenig Programmieren. Das ist so ein Begriff, der in der Branche verwendet wird. Da gibt es Tools wie beispielsweise Unity, was man hier sieht unten in dem Screenshot. Das ist eine Game Engine, also es kommt aus dem Spielebereich und da gibt es Entwickler, das sind in der Regel Techniker, die dann damit durch Programmierung, teilweise mit Programmierung, teilweise auch mit einem visuellen Editor. Also man sieht ja hier, da gibt es auch Zahlen, die man jetzt einfach so verändern kann. Man muss nicht jede Zeile selbst programmieren, aber es ist schon eher für technikaffine Menschen geeignet. Das sind die Low-Code-Lösungen. Dann haben wir No-Code. Das nenne ich gegenüber dem Programmieren hier konfigurieren. Also ich muss nichts programmieren, sondern ich habe ein Autorenwerkzeug. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel machen als Unternehmen. Wir haben früher hier auf der linken Seite Trainingsinhalte programmiert für Unternehmen, haben selbst gemerkt, dass das für uns und unsere Kunden relativ ineffizient war von den Kosten her. Am Anfang ging das, da waren das große Unternehmen, die haben sich das geleistet, da die Ersten zu sein. Aber man macht natürlich, man hat immer einen relativ hohen Aufwand durch Programmierung. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten Autorinnen und Autoren ermöglichen, Lerninhalte zu erstellen, also nicht Technikern, diejenigen, die es auch gewohnt sind, im Moment Lerninhalte zu erstellen in Unternehmen und sogar Auszubildende können das machen. Hier sieht man mal einen Screenshot, wie das Ganze aussieht. Also das ist ja schön bunt und in Szenen gegliedert. Also relativ nachvollziehbar auch für Nicht-Technik. Also es gibt auch noch andere Low-Code-Lösungen, es gibt auch andere No-Code-Lösungen. Das ist halt jetzt die, oder das sind die beiden, mit denen wir uns am besten auskennen. Wie ist so ein Kurs aufgebaut? Häufiger Aufbau von VR-Kursen sieht so aus. Ich habe zunächst mal eine Lernphase. Da habe ich eine geleitete Führung der Einführung der Lernenden. Ich habe Schritt-für-Schritt-Anweisungen, also Schritt 1, drücke den Knopf, Schritt 2, lege diesen Hebel um. Ich habe in der Regel permanente Hilfestellung. Bei der Trainingsphase geht es ja dann eher darum, jetzt habe ich die Grundlagen und jetzt muss ich es alleine machen. Da kann ich dann auch ausprobieren und Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen. Vorher habe ich es ja Schritt für Schritt gelernt, jetzt kann ich es ganz frei machen und da können halt Dinge passieren. Die Hilfestellung in dem Fall kommt nur noch bei Bedarf, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß. Und als dritte Phase habe ich die Prüfungsphase. In der Prüfungsphase geht es darum, dass ich mich selbstständig in dem Training bewege, unbegleitet und damit mein Wissen überprüfe oder dass ein Trainer dabei ist und sozusagen die Prüfung abnimmt.
Das Ganze in der Regel ohne Hilfestellung. Und ich kann anhand der Erfolge und Fehler das auswerten und dann auf der Basis ein Zertifikat erstellen. Ah ja, genau, hier haben wir natürlich auch noch die überraschenden Situationen, wo man eine Transferleistung braucht. Das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, dass der Trainer beispielsweise die Möglichkeit hat, etwas zu beeinflussen, wie über eine Art Fernbedienung. Wie führt man das Ganze durch? Und auch, wie macht man es sicher und wie bleibt es dann auch gesund? Zum einen braucht man Geräte für die Durchführung. Das ist die Oculus Quest 1, die wir hier sehen. Das ist die Oculus Quest 2. Dann haben wir hier zum Beispiel die Pico Neo 2. Das ist ein anderer Hersteller. Und hier haben wir eine HTC Vive. Also HTC ist da der Hersteller, nicht täuschen lassen von unserem Logo. Also wir sind nicht der Hersteller des Gerätes, das ist HTC. Also wir haben hier HTC, Pico und Oculus. Das sind so drei große Hersteller. Und unterschiedliche Kosten hier, ja, also bei der HTC Vive Pro beispielsweise, die kann man mit oder ohne Kabel betreiben, aber man braucht immer einen PC. Also ich brauche einen PC zusätzlich zu der Brille und dadurch hat man schon für die Brille und den PC zusammen 2.500 € Kosten. Die Oculus Quest 1, die ist komplett kabellos. So ist auch der aktuelle Trend. Es geht eigentlich alles Richtung kabellos. Die gibt es so für 350 €. Dann habe ich eine Oculus Quest 2 Business, also die ist speziell für Unternehmen gemacht. Bei der Oculus Quest 1 war es bisher so, da musste man sich mit einem Facebook-Account einloggen. Das mögen natürlich Unternehmen nicht so. Bei der Oculus Quest 2 Business, da ist es anders. Da braucht man keinen Facebook-Account. Und dafür ist die halt entsprechend teurer. Die Pico Neo 2 ist auch kabellos, ist etwas günstiger als die Business Quest, aber auch explizit für Unternehmen gedacht. Auch mit den Funktionen, die man so als Unternehmen braucht, beispielsweise Kioskmodus. Kioskmodus heißt, die Brille kann ausschließlich eine bestimmte App öffnen, wenn man es möchte. Zum Beispiel diese eine Lern-App, die man verwendet. Der Lernende kann im Prinzip nichts kaputt machen, keine andere App aufmachen, keine Spiele runterladen. Dann brauche ich irgendeinen Lernort, wo das Ganze durchgeführt wird, entweder im Unternehmen oder auch mobil. Im Unternehmen, wenn ich so einen Raum habe, dann werde ich einen Spielbereich brauchen. Spielbereich in Anführungsstrichen, also der Bereich, in dem ich mich bewegen kann, um das Training durchzuführen. Wenn ich mich außerhalb des Spielbereichs bewege, dann teilt mir die Brille das auch mit. Also die Brille erkennt, ob ich mich aus einem Spielbereich heraus bewege. Und da braucht man schon 7 Quadratmeter etwa, wenn man das im Stehen machen möchte. Wenn es ein Klassenraumtraining ist, wo Leute zuschauen können, natürlich Sitzgelegenheiten. Ich brauche einen Arbeitsplatz für die Trainerinnen und Trainer, damit die das Erlebnis überwachen und steuern können. Dann eine Bildübertragung, zum einen für die Lernenden, die sehen wollen, was in der Brille passiert. Also hier haben wir einen sehr großen Monitor oder 4 Monitore im Hintergrund. Der Trainer hat hier auch nochmal einen Monitor, da kann er genau das Gleiche nochmal zusätzlich sehen. Dann genau, haben wir hier eine Kennzeichnung oder eine Markierung, eine Absperrung, damit ja auch Leute, die nicht gerade das Training durchführen, auch wissen, wo sie nicht hingehen sollten. Das ist nicht so schön, wenn man dann auf einmal in jemanden reinrennt, der komplett isoliert in dieser Brille ist. Das ist ja ein großer Vorteil, dass man, hat mir ja vorhin schon gesagt, man ist nicht abgelenkt, hat eine hohe Konzentration. Wenn dann auf einmal jemand vor einem steht, ist das nicht so schön. Dann gegebenenfalls, wenn das kabelgebundene Brillen sind oder PC-gebundene Brillen, noch externe Sensorik. Die erkennen dann die Spielfläche. Bei den modernen Brillen, die kabellosen Brillen, da brauchen sie keine externe Sensorik mehr. Da erkennen die Brillen selbst den Spielbereich. Natürlich eine Aufbewahrung. Irgendwo müssen die Geräte auch hin, vielleicht auch sicher verwahrt werden, damit sie nicht Beine bekommen. Und Hygiene hat man ja auch gesagt, ist ein wichtiges Thema. Es gibt hier zum Beispiel ein Produkt, das nennt sich Cleanbox. Da gibt es auch noch andere Produkte der Art, die sind dafür gemacht, dass man die Brillen da reinhängt. Und dann werden die Brillen in einer halben Minute oder in einer Minute mit UV-Licht gereinigt. Also dabei werden dann alle Viren abgetötet. Da gibt es auch Studien dazu, also gerade jetzt hier im Kontext Corona natürlich ganz relevant. Oder
Wenn man das Ganze nicht im Klassenraum macht, diese mobilen Geräte sind natürlich auch insbesondere dafür geeignet, verschickt zu werden. Also ich brauche einfach keine Kabel außer ein Ladekabel, ich brauche keinen PC dazu. Also hervorragend, wenn man jetzt selbst nicht ausreichend Geräte hat, dass man die den Lernenden sogar nach Hause schicken kann, ja, oder an den Arbeitsplatz legt, nur für wenige Tage, für begrenzte Zeit. Da gibt es Anbieter, die sowas auch machen. Oder ich mache es tatsächlich nur am PC. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Ich muss nicht immer eine VR-Brille haben, sondern es kann auch ein 360-Grad-Training einfach am Computer durchgeführt werden. Wie bringt man es auf die Straße? Mal ein exemplarisches Beispiel. Wie kann der Weg zum ersten Training aussehen? Das ist etwas, was wir schon mal mit Kunden gemacht haben. Die haben gefragt, wie kann ich denn das jetzt bei uns einführen? Wie kann denn so ein erstes Jahr aussehen? Und das Ganze kann jetzt beispielsweise beginnen mit einem gemeinsamen Workshop. Also man identifiziert erstmal den Anwendungsfall, den man da überhaupt umsetzen möchte. Dann ist es ja in der Regel so, dass man Vorhaben irgendwo vorstellen muss. Also wenn man noch Entscheidungsträger hat, die vielleicht Budgetfreigaben machen müssen, dann macht man hier in dem Workshop eine Präsentation, eine schlüssige, die vielleicht auch mal den Return on Invest schon berechnet, der da potenziell bei rauskommt. Und dann kann man sich das freigeben lassen. Wenn man die Freigabe dann bekommen hat, dann kann man sagen, wir lassen jetzt nicht ein Training programmieren für, weiß ich nicht, 60.000 Euro und haben dann ein Training und das war's, sondern wir sagen gleich, wir führen so ein Autorenwerkzeug ein, hat den Vorteil, man kann relativ günstig experimentieren und auch Dinge immer wieder verändern in diesem Jahr. Und es können auch Personen erstellen, die ja nicht Techniker sind, also kreative Personen, die sich mit den Inhalten auskennen. Dann kann man sagen, okay, dieser Lerninhalt, den wir uns da überlegt haben, das wird unser Mustertraining. Also wir machen ein Training, was exemplarisch dafür steht, wie gut das sein kann, in VR zu lernen. Das wird dann hier fertiggestellt. Also da hat man dann etwa einen Monat Zeit, um da alles sich zu überlegen. Konzept, 360-Grad-Fotos machen, Sprachaufnahmen und so weiter. Und dann stellt man das zusammen. Dann hat man sein erstes Mustertraining. Dann kann man sagen, jetzt wird ein Trainingsraum vielleicht eingerichtet in unserem Unternehmen. Wir haben vielleicht noch irgendwo einen Raum frei, der jetzt gerade nicht genutzt wird und den wandelt man zum VR-Raum um. Wenn der dann eingerichtet ist, dann hat man eine tolle Voraussetzung, um zum Beispiel sowas zu machen, wenn denn physische Treffen gestattet sind, dass man einen Extended Reality-Tag macht, also einen Tag, wo man das ganze Vorhaben der Belegschaft vorstellt, vielleicht den Vorgesetzten vorstellt, wo man sagt, kommt doch mal alle in unseren Trainingsraum, schaut euch unser Mustertraining an, guckt, was da alles möglich ist mit der Technologie. Wenn der dann rum ist, dann kann man den zum Beispiel den Auszubildenden die Möglichkeit geben, über 2,5 Monate weitere Trainings zu erstellen. Und dann kann man auch am Schluss von dieser Erstellungsphase sagen, jetzt machen wir nochmal einen Extended Reality Day, nochmal Awareness schaffen und auch die Ergebnisse präsentieren. In dieser ganzen Zeit kann natürlich das Mustertraining evaluiert werden. Ich kann das allen möglichen Lernenden zur Verfügung stellen, wirklich in der Praxis erproben. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich gegen Mitte, Ende des Jahres, gegen Herbst das Ganze auswerten. Also ich kann jetzt gucken, wer hat das alles gemacht, wie sind die Leute damit klargekommen, die haben mir qualitatives und quantitatives Feedback geliefert. Und wenn ich das dann ausgewertet habe, das kann man zum Beispiel auch sehr gut mit Auszubildenden machen oder auch mit Studierenden, das ist ein sehr beliebtes Thema für Bachelor- und Masterarbeiten, kann ich sagen. Und wenn man diese Ergebnisse dann hat, dann kann man sagen, so jetzt machen wir eine Ergebnispräsentation, wir zeigen, wie erfolgreich war jetzt dieses Training, das wir da über ein halbes Jahr benutzt haben, was haben die Auszubildenden für tolle Inhalte erstellt. Und dann kann man sagen, so, jetzt fangen wir an, das richtig auszurollen. Ja? Und dann kann man gegen Ende des Jahres, also wenn wir jetzt hier im Spätherbst sind, sagen, in diesen 2 Monaten plane ich den Rollout. Also wie schaffe ich das jetzt dann im nächsten Jahr, nicht nur 5 Brillen zu haben, sondern vielleicht 50 Brillen, wie kriege ich die an die Leute verteilt, wie kriege ich organisiert, dass noch mehr Lerninhalte erstellt werden. Und dann ist man hervorragend vorbereitet am Ende des Jahres für einen Praxis-Rollout im
folgenden Jahr. Also man hat im Prinzip so ein ganzes Jahr, wo man schön ausprobieren, experimentieren kann, Awareness schafft, sich das Go abholt, zeigt, dass es erfolgreich ist und dann kann man schon nach einem Jahr richtig ins Rollout gehen. Wohingegen, wenn man das jetzt programmieren ließe, dann hätte man halt die Situation, ich brauche erstmal ein halbes Jahr, um es zu programmieren, dann probiere ich es aus und dann stelle ich vielleicht fest, es war erfolgreich, aber dann merke ich, oh, ich habe keine Auswertung, ich habe kein gemeinsames Lernen, was ich ermögliche, ich kann das nicht ans LMS anbinden und wenn ich noch einen Lerninhalt erschaffen will, dann muss ich wieder 60.000 Euro in die Hand nehmen. Und da kann ich sagen, das ist so ein Moment, da ist dann das Thema oftmals erstmal tot in den Unternehmen. Also das habe ich schon oft gesehen, wenn Unternehmen sowas gemacht haben, eben das haben programmieren lassen, dann haben die Leute am Ende gesagt, okay, und jetzt irgendwie wieder 60.000. Da funktioniert dieser Weg wesentlich besser. Ja, zusammenfassend kann man sagen, wir haben gesehen, VR und AR sind erwiesenermaßen einprägsamer. Wir können Reisekosten vermeiden und wir können Situationen simulieren, die sonst noch nicht mal in der echten Welt möglich wären. Und deswegen meine klare Empfehlung.